Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich möchte heute mal kurz ein Fazit über das aktuelle Event Legendäre Jagd raushauen. Auch wenn das Event selbst noch gar nicht so lange draußen ist, gibt es ein paar Punkte, die würde ich gerne mal ansprechen, wie ich die finde. Und leider auch ein paar Kritikpunkte. Und by the way, mal bemerkt, wer das noch nicht mitbekommen hat. Das Update war ja 4 GB groß und wer das nicht ganz gerafft hat, inklusive mir, das Update beinhaltete auch ein Patch, und zwar Patch 1.2. Da gibt es eine Menge Änderungen, die möchte ich heute gerne mal in dem Video noch kurz besprechen. Alle Inhalte zum Patch und mein Fazit nach dem Intro. Where's my money, bitch? Fangen wir direkt mal mit meiner Kritik, möchte ich mal sagen, an. Also, jeder Hardcore-Gamer, der gedacht hat, dass es man jetzt die absolut krassesten Herausforderungen hat und eine Langzeitmotivation erwarten kann, leider weit gefehlt, muss ich leider so sagen. Natürlich möchte ich jetzt hier nicht alles schlecht reden. Die Herausforderungen machen Spaß, die Elite-Warteschlange macht Spaß, keine Frage. Aber ich finde, für jeden halbwegs ambitionierten Gamer ist es tatsächlich so, wenn man ein vernünftiges Squad hat, ist es möglich, in anderthalb, spätestens 2 Stunden sämtliche Sachen hier freizuschalten. Das muss ich leider sagen, wenn man jetzt hier oben sieht, 1 Woche und 4 Tage geht das Event noch, und wenn man weiß, dass man innerhalb von gerade mal so 2 Stunden theoretisch alles freischalten kann, finde ich die Langzeitmotivation leider ein bisschen mau. Natürlich ist das hier diese Aktion mit der Elite-Warteschlange. Man merkt, die Teams geben sich deutlich mehr Mühe, pushen vielleicht nicht so rein. Das ist keine schlechte Sache. Jeder einzelne Kill hat vielleicht ein bisschen mehr Wert als in einer normalen Runde, möchte ich jetzt einfach mal betonen. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist natürlich auch, die Runden dauern länger und es gibt deutlich mehr Camper. Was ich speziell ein bisschen scheiße fand, war den meisten unter euch aber sicherlich selber bewusst, dass das so kommt. Egal, und was mich ein bisschen stört, ist auch, dass es den Leuten einfacher gemacht wird, das zu erreichen, als es eigentlich geplant war. Der Skin alleine für den Bloodhound wurde eigentlich so bei EA beschrieben, 5 Top 5 Platzierungen in der Elite-Warteschlange. Jetzt steht hier in der Beschreibung eine beliebige Warteschlange. Soll heißen, auch jedes normale Standardspiel Top 5 reicht, das 5-mal zu erreichen, um diesen Skin zu bekommen, finde ich absolute Null-Motivation. Viel zu einfach zu erreichen. Und was ich auch dachte, was sehr schwer zu erreichen ist, natürlich hier Elite-Warteschlange qualifizieren, mindestens 2-mal Erster werden, muss man auch erstmal hinkriegen. Aber sie haben eine, und das nennt sich Serientoleranz, in das Spiel eingefügt. Ich blende euch jetzt hier gleich mal ein Bild ein, was ich meine. Und zwar genau hier. Was genau meine ich damit? Ihr erreicht einmal die Elite-Warteschlange zum ersten Mal. Jetzt seht ihr oben rechts in diesem Bild eine 1 mit so einer Flamme. Bedeutet, ihr seid einmal qualifiziert. Wenn ihr jetzt in der Elite-Warteschlange eine Runde weiter in die Top 5 kommt, steht da eine 2. Und die 2 bedeutet nichts anderes als: Fliegt ihr jetzt in dieser nächsten Runde raus, gleich als erster von mir aus und schafft quasi nicht die Top 5, steht in der nächsten Runde da eine 1, könnt aber weiterhin in der Elite-Warteschlange spielen. Und das finde ich ziemlich beschissen. Wenn ihr jetzt theoretisch in dieser Elite-Warteschlange 3 oder 4 Matches hintereinander mindestens Platz 5 erreicht, steht dann bei dieser kleinen Flamme, die ich hier noch einmal einblende, eine 3, eine 4, wie auch immer. Verliert ihr einmal komplett, habt ein scheiß Match, geht's auf 3, auf 2, auf 1, und erst dann müsst ihr euch neu für die Elite-Warteschlange quasi qualifizieren. Und das, finde ich, macht den Leuten einfach zu einfach, das alles zu erreichen, was ich meiner Meinung nach sehr, sehr enttäuschend finde. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist sicherlich eine Feuerprobe für Respawn, um einfach mal zu kommen, wie kommen die Herausforderungen an, wie kommt das Event an. Ich finde das Event geil, keine Frage, ich möchte es jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Viele Hardcore-Gamer, wie ich zum Beispiel, erwarten eigentlich eine Herausforderung, einen Skin, eine Tarnung, eine Waffe, weiß der Geier was, wo man sich wirklich absolut hart
einen Arsch aufreißen muss und weiß, nicht jeder Spieler erreicht, was weiß ich, bestimmte Belohnungen. Das macht es einfach ein bisschen besonderer, bestimmte Herausforderungen zu grinden oder zu schaffen. Und vor allen Dingen dieser Triumphmoment, eine bestimmte Sache zu erreichen, ist bei diesen Herausforderungen leider absolut nicht gegeben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr euch nochmal, so wie gestern in dem Video, was ich um dieselbe Zeit rausgehauen habe, nochmal in die Kommentare reinhaut, was ihr von den Herausforderungen haltet. Findet ihr es auch zu einfach? Natürlich finde ich das auch schön und begrüßenswert für Normalspieler, die es vielleicht nicht so auf dem Kasten haben wie die ganzen Hardcore-Gamer, ein bisschen was zu erreichen. Aber ich finde trotzdem, hier und da sollten Sachen dabei sein, die einfach schwerer zu erreichen sind. Was ich übrigens vergessen hatte zu erwähnen, vielleicht weiß ja der ein oder andere das nicht und kann die Kritik deswegen nicht verstehen. Es hieß ursprünglich von EA, wenn man sich in der Elite-Warteschlange schon mittendrin, 2-3 Matches, hat man schon mindestens die Top 5 erreicht und schafft es dann einmal nicht in die Top 5, hieß es ursprünglich, man fliegt sofort raus. Das ist eigentlich die Tatsache, die es schwerer machen sollte, zumindest die Triple Take zu erreichen. Und das ist eigentlich der Kritikpunkt von mir dahinter, dass es den Leuten einfach zu einfach gemacht wird. Das wollte ich einfach nur mal betonen. Alles andere möchte ich einfach mal sagen. Ich bin der Meinung, dass das Spiel auf einem guten Weg ist, sich besser und geiler zu entwickeln, wenn solche Events öfter kommen. Definitiv. Und ich denke, dass die Kritik sicherlich auch laut wird und dass es bei Respawn ankommt. Und ich bin mir relativ sicher, dass kommende Events auch deutlich besser werden. Und wer das vielleicht nicht weiß, das ist mal so ein kleiner Insider-Tipp, den ich loswerden will, oder eine Insider-Information eher. In Season 2 zum Beispiel kommen feste Herausforderungen, wöchentliche und tägliche, was ich schon mal sehr, sehr motivierend finde. Jetzt wollte ich eigentlich noch was ansprechen, was mir richtig auf den Sack ging, da habe ich mich völlig erschrocken. Fing gestern den Stream an, und stellte in der ersten Runde sofort fest, dass sich meine Controller-Settings komplett resettet haben. Ich habe ein paar Knöpfe verändert, Rutschen zum Beispiel und so weiter, auf dem rechten Analogstick. Und ihr kennt das vielleicht, ihr seid in den Einstellungen und es hat sich vielleicht irgendwas getan und du musst erstmal ewig suchen, weil du ja eigentlich ganz selten in diesen Einstellungen bist. Und ich musste ewig suchen, bis ich gefunden habe, wie ich meine Tasten wieder richtig herrichte. Das ging mir richtig auf den Sack. Hat aber meiner Meinung nach, glaube ich, nur die Controller-Settings betroffen. Video und Audio ist, glaube ich, alles gleich geblieben, habe ich zum Beispiel hier festgestellt. Weil die Einstellungen alle noch gleich sind und das Sichtfeld war auch weiterhin auf 110. Übrigens, kleiner Pro-Tipp von mir, testet mal Sichtfeld auf 110. Ihr seht deutlich mehr und ich glaube, das Aimen, zumindest haben mir das viele andere schon bestätigt, das Aimen auf den Gegner fällt euch deutlich einfacher. Versucht das mal, gebt mir mal ein Feedback, was ihr davon haltet, würde ich mich sehr drüber freuen. Das soll es jetzt aber soweit von meinem Fazit zu diesem Event gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu dem Patch 1.2. Bevor ich jetzt auf Einzelheit des Patches eingehe, wollte ich nur sagen, ich habe für mich die interessantesten rausgesucht und gehe jetzt nicht auf jedes ein. Die meisten Veränderungen sind irgendwelche Bugfixes, die Liste ist ewig lang, die möchte ich jetzt nicht durchgehen, ansonsten streckt sich das Video länger, als es wahrscheinlich jetzt eh schon geplant ist. Ich werde euch aber von EA die Seite verlinken. Nee, ist nicht mal von EA, ist von mein MMO. Da stehen sämtliche Patchnotes drin, die ganzen Bugfixes einzeln erklärt. Könnt ihr euch durchlesen. Ich gehe jetzt für mich auf die interessantesten ein. Und da fange ich gleich mal mit dem interessantesten an. Ist mir im Stream auch aufgefallen, habe ich mich völlig erschrocken. Die Havoc. Eigentlich eine geile Waffe, seitdem sie mal gebufft wurde. Die hatte ursprünglich 25 Schuss, wurde auf 32 Schuss gebufft. Und mit dem Turbolader ein absolutes Biest. Gestern hebe ich die Waffe auf und musste feststellen, hey, die hat ja nur noch 24 Schuss, sogar ein Schuss weniger als am Anfang, finde ich richtig scheiße. Gerade die Battle Pass Inhaber, wie ich, die ewig lang auf Level 100 oder 110 gesuchtet haben, um diese Tarnungen freizuschalten, die wirklich geil aussehen für die Havoc, sagen sich jetzt hier, leckt mich. Ich finde die Waffe jetzt absolut nicht mehr spielenswert, zumindest nicht, wenn man den Turbolader nicht findet. Deswegen rate ich jedem nur, erst wenn ihr den Turbolader findet,
heb die Waffe auf, weil die Waffe war auch ohne Turbolader und ohne Turbolader eigentlich recht geil, aber jetzt ist sie so schlecht. Natürlich ist das schön, ein bisschen Balance in das Spiel zu bringen, aber für mich ist die Waffe jetzt richtig uninteressant geworden. Finde ich mega scheiße. Mich wundert es zum Beispiel, dass die Spitfire immer noch so stark ist. Ich spiele sie gerne, ich hoffe, dass es so bleibt, aber ich hätte viel, da wären mir deutlich bessere Sachen eingefallen oder deutlich andere Sachen eingefallen. Wie zum Beispiel regen sich viele über den Gibraltar und den Kaustik auf, wegen der Hitbox, dass die deutlich mehr kassieren, 10%. Das finde ich noch nicht immer so schlimm. Was mich richtig nervt, sind zum Beispiel die Giftfallen. Die hauen so einen immensen Schaden raus. Da sollten sie vielleicht mal ansetzen, ein bisschen was zu patchen. Aber nicht an den Waffen. Ich finde, die Waffen, das Waffenbalancing ist eigentlich gerade auf einem optimalen Stand. Deswegen kann ich das mit der Havoc absolut nicht nachvollziehen. Als nächstes haben die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen, es sei denn, ihr habt selber noch nicht gespielt, gibt es jetzt eine deutsche Synchronfassung von den kompletten Sprachausgaben. Ausgaben der Legenden. Hat schon die absolute Kritik abgegeben, bekommen. Kann ich selber nachvollziehen. Viele, mit denen ich zocke, die haben alle gesagt, das klingt total scheiße. Ich finde es genauso. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es scheiße. Übrigens, der Trick, wie es den in COD zum Beispiel gibt, dass man, wenn man es auf Englisch haben will, einfach die PlayStation auf englischsprachig umstellt, soll wohl in Apex nicht funktioniert, nicht funktionieren. Ein Abonnent von mir im Stream hat geschrieben, er hat es getestet, es ist trotzdem alles auf Deutsch. Ob das tatsächlich so ist, kann ich jetzt aber nicht bestätigen. Ich habe es nicht getestet. Ich finde es jedenfalls auf Deutsch mega scheiße. Man gewöhnt sich dran, ist halt so. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Nächste Änderung. Finde ich auch ganz geil. An vielen verschiedenen Orten wurde mehr Loot verteilt und noch ein bisschen besser sortiert, dass das alles ein bisschen mehr Ordnung wohl haben soll. Wurde jedenfalls so geschrieben. Finde ich eine coole Sache. Die einzelnen Orte, wo ein bisschen mehr Loot ist, gehe ich jetzt nicht drauf ein, wie zum Beispiel The Pit. Die einzelnen Orte habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber es wurde allgemein mehr Loot verteilt, was ich eine coole Sache finde. Als nächstes, das ist mir auch sofort aufgefallen, wenn man aus dem Schiff, aus dem Jumpship rausspringt, kommt man viel, viel schneller in diesen Steilflug, um A, mehr Geschwindigkeit aufzubauen und schneller an einen gewünschten Ort zu kommen oder einfach mehr Strecke zu machen. Finde ich eine coole Änderung und ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil hier und da, wenn man mal ein bisschen Stabilitätsprobleme hat, ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen komplizierter. Als nächstes habe ich eine Veränderung, die den Pathfinder betrifft, die ich persönlich richtig geil finde, weil ich ihn sehr, sehr oft spiele. Ihr habt ab sofort in dem Sichtfeld in dem Fadenkreuz nochmal ein kleines Fadenkreuz, das blau leuchtet, sobald ihr mit dem Grappling-Hook auf etwas zielt, was ihr mit dem Haken quasi angrappeln könnt und euch da ranziehen könnt. Leuchtet dieser Faden nicht blau, seid ihr außerhalb der Reichweite, wo ihr gerade hinzielt. Der leuchtet auch dann nicht blau, wenn der Grappling-Hook gerade nicht aktiv ist, weil er sich gerade auflädt. Finde ich auch eine richtig coole Änderung, wie ich finde. Wie gesagt, eine Menge Bugfixes, auf die ich nicht eingehen werde. Dann gibt es noch eine Änderung, also die haben das Bunny-Hopping gepatcht oder komplett rausgenommen. Wer nicht weiß, was das Bunny-Hopping ist, ist, glaube ich, auch unter den Hardcore-Gamern auf dem PC eher üblich. Das ist eine Methode, um sich während des Heilens schneller fortzubewegen. Ich habe es auf der PlayStation mal getestet, ich kriege es nicht hin. Da kriege ich wahrscheinlich Krebs in meinen Fingern. Und zwar bewirkt das Folgendes, wenn ihr gerade irgendwie im Trouble seid, wollt euch heilen und schnell fortbewegen, slidet ihr, heilt euch und dann hüpft ihr irgendwie so hin und her, muss da irgendwelche Tastenkombinationen drücken und behaltet die Geschwindigkeit des Slidens bei und könnt euch so schneller fortbewegen und dabei heilen. Ist an sich eigentlich eine coole Nummer, aber viel zu kompliziert. Das wurde jetzt rausgepatcht. Finde ich nicht verkehrt, aber auf der PlayStation habe ich es noch nie erlebt, dass das jemand benutzt hat. Und jetzt zur letzten Änderung, die ich richtig geil finde. Die geilste Waffe im Spiel kennt jeder, die Mosambik. Die Mosambik ist den Machern mittlerweile auch bekannt, dass die Waffe die absolut behindertste und beschissenste, unbeliebteste Waffe wahrscheinlich in allen Games ever ist. Das ist, wie gesagt, den Machern nicht ferngeblieben und haben sich einen Spaß aus dieser Waffe gemacht. Absolut geile Sache. Hebt die Waffe mal auf. Ich habe jetzt leider kein Beispiel. Ich habe es im Stream selber mitgekriegt, dass es funktioniert. Ich habe es jetzt aber nicht rausgeschnitten, weil ich jetzt sonst ewig suchen müsste. Hebt die Waffe mal auf
und tauscht sie gegen eine andere aus oder schmeißt sie einfach weg. Denn was passiert, ich spoiler es einfach mal, ihr legt die nicht einfach ab, sondern ihr schmeißt die richtig heftig auf den Boden. Finde ich eine absolut geile Sache, so ein paar kleine Gimmicks, die das Spiel ein bisschen lustiger machen. Das war's soweit von der gesamten Geschichte. Ich möchte mich übrigens nochmal bedanken dafür, dass das Video, was ich gestern über dieses Event rausgehauen habe, um dieselbe Uhrzeit, was für mich eher untypisch ist, so heftig gut angekommen ist. Ihr seht es ja selber, mein Kanal ist noch nicht so groß, aber 300 Klicks in nicht mal 24 Stunden finde ich mega mäßig geil. Dafür möchte ich mich absolut nochmal bedanken, auch für die Abonnenten, die da zusätzlich noch dazugekommen sind. Finde ich eine richtig feine Sache. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Donnerstag und heute Nachmittag, für die, die das Video relativ zeitig schauen, gibt es heute Nachmittag nochmal einen Stream, wieder so bis um 8. Wünsche euch jetzt schon nochmal, wie gesagt, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein.